Meine lieben Freunde, ich habe die hohe Ehre, Ihnen anzukündigen, den Oberbürgermeister der Stadt Heidelberg, Dr. Eckhard Würzner. Ja, herzlichen Dank, lieber Perkeo. Zunächst erst einmal an dich ein ganz herzliches Dankeschön, dass wir das immer so gemeinsam machen können mit dem Perkeo von Fahrenzug. Ihr spielt immer wunderbar. Euch nochmal einen Riesenapplaus. Es ist wunderbare Tradition auch in Heidelberg, dass wir das immer so gemeinsam begehen können. Klaus Jannik, ein besonderes Dankeschön an dich. Du bist derjenige, der den Perkeo von Fahrenzug immer gut dirigierst und auch die ganzen Stücke immer mit aussuchst. Das ist einfach schön. Ich darf Sie auch alle ganz herzlich begrüßen hier in unserem neuen Festzelt, so könnte man das fast sagen. Ja, es bleibt nicht so lange stehen, das ist leider so, aber es ist eine wunderbare Gelegenheit für uns, Sie, die Heidelbergerinnen und Heidelberger und die, die aus nah und fern heute mit hierher gekommen sind, hier zum Neujahrsempfang auf unserem neuen Areal, in unserem neuen Stadtteil, in unserem neuen Stadtquartier begrüßen zu können. Etwas ganz Besonderes, denn seit 1. Januar diesen Jahres gehört dieses komplette Gelände, was früher von den Amerikanern genutzt worden ist, auch von den europäischen Streitkräften genutzt worden ist, uns. Ein historischer Ort, in dem vieles entschieden worden ist, was die Heidelberger gar nicht wahrgenommen haben. Themen wie Pershing, die Älteren unter uns können sich daran noch erinnern, oder auch der Irak-Einsatz, aber auch etwas, was für Heidelberg von enormer Bedeutung war, denn Ende des Zweiten Weltkriegs waren wir glücklich, dass es Menschen gab, die aus den Vereinigten Staaten, aus Frankreich, auch aus anderen Regionen kamen, die uns befreiten, die uns auch das Thema Demokratie zurückgebracht haben. Und das hat für uns auch hier in Heidelberg eine enorme Bedeutung gehabt. Wer beispielsweise mal an das Haus der Jugend denkt, der kommt gar nicht auf die Idee, dass dieses älteste Zentrum, wo sich junge Menschen treffen, eigentlich von einem amerikanischen Colonel damals gegründet und geleitet worden ist, um vor allem den jungen Menschen das Thema Demokratie näher zu bringen. Entwicklung, die wir auch in Heidelberg seitdem jetzt in einer wunderbaren Art und Weise erleben und erfahren konnten. Ich darf Sie jedenfalls deswegen heute hier zum Neujahrsempfang ganz herzlich begrüßen. Hoffe, Sie hatten ein paar schöne Stunden auch zwischen den Jahren im Kreise Ihrer Familie, im Kreise Ihrer Freunde. Denken Sie häufiger mal daran, sich einfach mal mit guten Freunden oder mit Ihrer Familie zu treffen. Denn das, wenn wir älter werden oder wir krank werden, dann doch feststellen ist, wenn das nicht da ist, was ist eigentlich dann wichtig oder was ist da? Muss ich noch lauter reden? Ja? Okay, dann versuche ich das noch ein bisschen lauter zu machen. Das ist auf jeden Fall mein großer Wunsch für Sie, auch für das Jahr 2016, dass Sie mit ein bisschen Lebensmut, mit Freude auch ins neue Jahr gehen und dass Sie auch mitnehmen, dass Sie die glückliche Situation haben, in einer Stadt in Deutschland zu leben, in der es eine fantastische Perspektive gibt. Ich werde Ihnen da jetzt gleich noch ein paar Bilder dazu zeigen und etwas darüber erzählen, was bei uns passiert, was tolle Möglichkeiten für Sie, für Ihre Kinder bietet. Und diesen großen Schatz, den sollten wir auch wahrnehmen. In diesem Sinne möchte ich Ihnen heute jetzt nicht eine große Rede halten, sondern versuchen Sie mal ein bisschen auf den Bildschirmen meiner kurzen Rede zu folgen. Was passiert eigentlich in Heidelberg? Was gibt es Neues? Was ist auch für Sie möglicherweise interessant, was Sie bisher noch gar nicht gehört haben? Hier sehen Sie auf dem großen Bildschirm das riesige Areal von Mark Twain Village. Jetzt müssen wir die Fahnen ein bisschen zurücknehmen, damit wir da noch was sehen. So geht das, danke. Danke. Das große Areal von Mark Twain Village. Hier war das europäische Hauptquartier. Hier haben überwiegend auch die Offiziere gewohnt, auch der europäischen Streitkräfte. Das komplette Areal, was Sie dort sehen, hatten wir jetzt über einen großen Bürgerdiskurs lange diskutiert, was dort entstehen soll. Und ich glaube, wir haben ein hervorragendes Konzept entwickelt. Der erste und wichtigste Punkt ist, hier sollen als wichtigstes uns als erstes vor allem Wohnungen entstehen. Wohnungen für Heidelbergerinnen und Heidelberger, vor allem im bezahlbaren Segment.
Und ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, hier bundesweit ein tolles Zeichen zu setzen, weil auf diesem Areal entstehen jetzt im nächsten Dreivierteljahr aus den alten Baracken neue Wohnungen, die saniert werden, überwiegend saniert werden, die dann zu über 70% zu einem Preissegment zwischen 5,50 Euro und 8 Euro vermietet werden, also ein sehr günstiges Preisniveau, was aber nur deshalb möglich ist, weil es in Heidelberg gelungen ist, ein Bündnis für bezahlbaren Wohnraum zu schmieden. Da ist die Volksbank Kurpfalz dabei, da sind die Neu-Heidelberg ist dabei, Familienheim ist dabei. Also die genossenschaftlichen Wohnungsbauträger aus Heidelberg haben sich hier zusammengeschlossen mit den lokalen Banken, nehmen 320 Millionen Euro in die Hand. Das ist unglaublich viel Geld. Das investieren sie in die Gebäude. Dafür bekommen sie die Gebäude von der Stadt. Sie kaufen die Gebäude von der Stadt, verpflichten sich diese Wohnung dann auch über 20 Jahre langfristig also zu vermieten mit dieser Mietpreisbindung. Das ist ein ganz tolles Projekt. Ich bin sehr froh, dass das in Heidelberg gelungen ist. Tausend Dank an alle, die das möglich gemacht haben. Das Areal, was Sie jetzt hier erleben, jetzt, wo jetzt gerade das Festzelt drauf ist, hinter mir sind die alten Stallungen. Dort entsteht das neue kulturelle Zentrum von diesem Stadtquartier, der Karlsdorf. Bahnhof wird dort einziehen mit dem Kino. Wir werden in den alten Stallungen den Bereich der Kreativwirtschaft, also für Start-up-Unternehmen aus dem Bereich der Kreativwirtschaft realisieren. Das bringt Leben auch in diesen Stadtteil und ermöglicht darüber hinaus, dass wir hier gleich auch den kulturellen Teil mit integriert haben. Wir haben eine wunderbare Schule, die auch noch in einem sehr guten Zustand ist, die von den Amerikanern bisher genutzt worden ist. Die lassen wir stehen, die brauchen wir Gott sei Dank nicht so teuer sanieren. Kostet uns auch zig Millionen, aber es ist in Relation zu dem, was wir jetzt in die IGH gesteckt haben, da haben wir 44 Millionen investiert, doch deutlich günstiger. Und wir können damit der Julius-Springer-Schule die Möglichkeit geben, umzuziehen in diese ehemalige amerikanische Schule und haben dann die Flächen auch für die Willi Hellpach und den ganzen Schulkomplex dann, die sich dort auch entwickeln können, auf dem jetzigen Schulareal. Also eine tolle Perspektive, eine wunderbare Option, die wir hier gemeinsam auch mit der Bürgerschaft entwickelt haben. Und es war für uns wichtig, auch für mich als Oberbürgermeister, ich sage das mit allem Nachdruck, dass wir diesen Prozess gemeinsam mit der Bürgerschaft realisieren. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön. Das war nicht einfach, war für uns auch ein Versuch. Aber wir haben durch diesen Diskurs auch wirklich die Wünsche auch der Bevölkerung mit dann in den politischen Prozess integrieren können. Und ich bin sehr froh, dass der Gemeinderat der Rahmenplanung dann so zugestimmt hat. Hier. Hier das Bild der Partner, die bei der Entwicklung hier gerade im Wohnungsbau jetzt die große finanzielle Verantwortung auch übernehmen. Der Schlagbaum geht wieder auf. Darauf haben viele Heidelberger gewartet. Und es ist richtig, viele Heidelberger haben auch gesagt, mein Gott, da wachsen jetzt ja schon die Büsche. Mach doch mal ein bisschen was, wann können wir endlich rein? Glauben Sie es mir, in vielen anderen Städten diskutiert man seit 10 Jahren und mehr, was man auf diesen Flächen macht. Bei uns haben wir es in kürzester Zeit geschafft, wenn Sie sich daran erinnern, vor 1,5 Jahren sind die Amerikaner abgezogen, diese Flächen über den politischen Prozess jetzt in die Planungsreife zu bringen und jetzt schon in der Umsetzung sind. Das ist wirklich ein sehr, sehr kurzer Zeitraum. Und nicht nur Mark Twain Village ist für uns ein Riesenpotenzial, sondern natürlich auch die anderen Flächen, die dort rot gekennzeichnet sind auf der Karte. Weiter im Süden ist das ehemalige Hospital. Auch dieses Areal wird weiter genutzt. Dort werden wir allerdings relativ viel abreißen. Einige historische Gebäude bleiben stehen. Dort wird ein urbanes neues Zentrum, vor allem auch für Rohrbach, entstehen. Das wird nicht nur den Stadtteilvereinsvorsitzenden Fuchs freuen, sondern auch viele andere, die im Stadtteil damit eine neue Perspektive bekommen, auch Rohrbach weiterzuentwickeln. Das ist eine enorme Chance. Wir sind momentan gerade dabei, das in einem, mit Planungsbüros zu überplanen, Vorschläge zu machen, die dann abschließend auch mit der Bevölkerung diskutiert werden. Alles Möglichkeiten, um Wohnraum zu schaffen, vor allem auch altersgerechten Wohnraum. Das ist für uns ein ganz wichtiges Segment geworden.
wo wir auch an Fahrstühle denken, wo wir an barrierefreie Zugänge denken. All das ist ein Punkt, der für uns eine enorme Bedeutung hat. Auf dieser Fläche Nummer 3, also wenn Sie die Speyerer Straße rausfahren Richtung Autobahn, dann haben Sie auf der linken Seite immer diese alten LKWs oder auch neuere LKWs der Amerikaner noch gesehen, nannte sich der sogenannte Motorpool der Amerikaner, da haben sie die Fahrzeuge abgestellt. Dieses Gelände wird als Wirtschaftsfläche für uns auch eine Art neuer Technologiepark. Der bisherige Technologiepark platzt aus allen Nähten, da haben wir den Schwerpunkt Biotechnologie im Neuenheimer Feld. Auf diesem Areal selbst wird es jetzt vor allem um digitale neue Medien gehen, den Bereich organische Elektronik. Also wie können Sie Solarzellen bauen, die Sie biegen können, in ganz anderen Bereichen einsetzen als bisher. Da spielt die Druckindustrie eine große Rolle. Also tolle Perspektiven in diesem Bereich. Auch dafür haben wir fast 2 Jahre lang jetzt sehr viele Partner mobilisiert, mit ihnen intensive Gespräche geführt. Die SAP ist dabei, SNP, wir haben im Silicon Valley beste Kontakte aufgebaut, die ein großes Interesse auch daran haben, nach Europa sich stärker zu orientieren. Und Europa heißt für viele Heidelberg als eine Stadt der Innovation und des Technologiefortschritts. Diesen Aspekt wollen wir natürlich dann auch im Patrick Henry Village. Das ist die große Fläche, die draußen eigentlich an der Autobahn liegt, die viele für sehr weit weg halten. Wenn Sie aber mal mit dem Flugzeug ein bisschen in der Rheinebene nach oben fliegen, so die Adlerperspektive, dann stellen Sie fest, Mensch, Patrick Henry Village liegt ja eigentlich mitten zwischen Schwetzing und Heidelberg, zwischen Leimen und Mannheim. Ideal gelegen ist für uns nur von der Perspektive, wenn man nur die Altstadtbrille auf hat, nicht gerade das Zentrum. Wer aber die Region sieht, der sieht dort enorme Entwicklungspotenziale und genau das wollen wir auf dieser Fläche auch mit Professor Braum, mit unserer Initiative Internationale Bauausstellung entwickeln, als ein Zukunftsstadtteil, der nicht nur die Qualitäten der bisherigen Stadtentwicklung aufweist, sondern auch für die neuen Fragen, die auch die jüngeren Generationen betreffen, dann mit in die Entwicklung bringen. Momentan sind dort noch unsere Menschen auf der Flucht untergebracht. Das ist für uns auch ein ganz wichtiger Beitrag. Ich bin sehr froh, dass wir auch in Heidelberg ein bisschen dazu beitragen konnten, dass die personelle Erfassung, dass die Registrierung, der gesundheitliche Check, dass die Aufnahme von solchen Menschen auch in wenigen Tagen jetzt erfolgen kann, nicht in Monaten. Dadurch reduziert sich auch diese Phase der Unsicherheit und die Menschen können viel schneller auch dann in die Stadtquartiere oder in die Städte übergeleitet werden, in denen sie dann auch längerfristig bleiben, wie auch natürlich in Heidelberg Stadtzentrum. Wenn wir Heidelberg von der Grundstruktur her betrachten, glaube ich, ist aber eins für Sie alle ganz wichtig. Wir setzen darauf, dass das, was unsere Großväter, unsere Kurfürsten eigentlich sogar schon auf den Weg gebracht haben, das vergessen wir häufig, dass sie damals so weise waren und nicht viel Geld in den weiteren Aufbau eines Schlosses gesteckt haben, sondern in den Aufbau einer Universität. Es war damals die älteste, die erste, eine sehr weise Entscheidung. Es hat Heidelberg damals auch gebrandet als eine Stadt der Bildung, der Wissenschaft. Und das ist unser größter Schatz, den wir heute natürlich auch weiter pflegen und weiterentwickeln wollen. Deswegen sagen wir auch, wenn Heidelberg eine gute Perspektive haben will, dann brauchen wir vor allem eins, hervorragende Ausbildungsstätten, beste Kindergärten, beste Kinderbetreuung, qualitativ hochwertige Kinderbetreuung und beste Schulen. Dann sind wir für die Zukunft gut aufgestellt und dass wir da schon viel erreicht haben, das sehen Sie daran, dass die Bertelsmann Stiftung festgestellt hat, Heidelberg hat das beste Schulsystem in Deutschland. Heidelberg hat die höchste Quote an Schülern, die einen höheren Schulabschluss erreichen und Heidelberg ist die Stadt, die dafür steht, dass auch Kinder, Jugendliche mit Migrationshintergrund oder aus sozial schwächeren Schichten weitestgehend den gleichen Bildungsabschluss schaffen wie andere Kinder, weil wir bei uns
ein ganz konsequentes System von Schulsozialarbeit, von qualitativer Betreuung und auch für die, die aus dem Ausland zu uns kommen, von Deutschsprachförderung nicht in einzelnen Schulen, sondern flächendeckend implementiert haben. Und das hat zu diesen hervorragenden Ergebnissen geführt und ich glaube, das ist ganz fantastisch. Dafür braucht man natürlich auch qualifizierte Bildungseinrichtungen. Das ist auch der Grund, weshalb wir so viel Geld in die Schulen stecken. Was ich vorhin eben gesagt habe, die EGH haben wir jetzt für 44 Millionen Euro saniert. Wir bauen jetzt gerade eine Schule in der Bahnstadt für um die 30 Millionen Euro. Wir erweitern hier den Technikbereich fürs Bunsen-Gymnasium. Da sind wir auch mit mehreren Millionen dabei. Wir haben, ich kann Ihnen so viele Schulen jetzt noch aufzählen, die wir in den letzten Jahren saniert haben. Wir sind noch nicht ganz fertig, aber wir haben über 150 Millionen Euro alleine dafür investiert. Und das ist eine Menge Geld. Sie können sicher sein, dass der Gemeinderat sich da auch Gedanken macht, wie weit man da gehen kann. Aber ich bin sehr froh, dass auch die politischen Vertreter, dass der Gemeinderat gerade im Schulbereich unter der Leitung von Herrn Dr. Gerner als Bürgermeister, den ich auch ganz herzlich begrüße, hier ein ganz klares Signal ausgesendet hat, wer diese Investition tätigt, der investiert auch in die Zukunft dieser Stadt. Neben den Kindern, neben den Jugendlichen gehört zu jeder Stadt auch was? Älter werden. Glücklich älter werden. Und wir stellen fest, wir leben in einer Gesellschaft, die immer älter wird. Und daher müssen wir uns noch intensiver um das Thema Barrierefreiheit kümmern, wie man Wohnraum erhält für die Menschen, die auch selbstbestimmt weiter in ihrer Wohnung wohnen bleiben wollen. Und wie wir es ihnen auch ermöglichen, nicht gleich ins Altersheim zu gehen, sondern auch im Stadtquartier das soziale Miteinander, wenn die Familie vielleicht auch kleiner geworden ist, zu erleben. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auch in den Stadtteilen Seniorenbegegnungsstätten haben. Wir haben schon viele im Stadtgebiet aufgebaut. Jetzt haben wir auch Boxberg-Emmertsgrund, endlich ein neues. Das dort fehlte noch eins, das ist jetzt hier das Gebäude, wo sich die älteren Menschen aus dem Stadtteil treffen. Und das sind ganz wichtige Anlaufpunkte neben der Akademie für Ältere, die tolle Arbeit leistet, neben dem Sozialamt, die natürlich in dem Bereich sich organisiert, mit ganz, ganz vielen Ehrenamtlichen, die da aktiv sind. Vielen Dank dafür. Hier mal ein paar Bilder, wie schön es auch ist, wenn man auch das Thema Sicherheit auch in Heidelberg erlebt, sich auch auf die Situation einstellt und dabei auch feststellt, dass wir mit unserem System eins versuchen, auch zu realisieren, eigentlich wie eine kleine Familie. Wenn Sie sich in Ihrer Familie sicher fühlen, dann sind Sie auch gerüstet, Probleme von außen stärker aufzugreifen. Genau das versuchen wir auch mit Heidelberg als Stadt. Das ist auch meine Vision einer Stadt, in der das soziale Miteinander, das Vertrauen von den Kleinsten bis hin zu den Senioren gelebt wird, indem man das auch gemeinsam entwickelt und realisiert. Das Ganze, das muss man allerdings auch sagen, kostet auch eine Menge Geld. Alleine die Kinderförderprogramme, 75 Millionen Euro im Jahr. 45 Millionen alleine für die Schulprojekte. Also viel Geld brauchen wir, um diese Maßnahmen auch umzusetzen. Bei der Seniorenbetreuung und unserem Sozialprogramm will ich noch gar nicht reden. Deswegen bin ich immer froh, dass wir auch in Heidelberg über unsere Fundamente der Wissenschaftsstadt auch viele Partner immer wieder gewinnen, die in Heidelberg investieren, neue Arbeitsplätze, neue Ausbildungsplätze schaffen. Und eine Person, die kommt sogar aus den USA, das ist der Henry Jarecki. Viele wissen gar nicht, dass er das CARF mitgegründet hat. Hat früher in Heidelberg hier studiert, ist jetzt in den USA zu Geld gekommen und hat eben mal 60 Millionen investiert, um hier neue Arbeitsplätze zu schaffen in der Stiftung. Das sind natürlich tolle Partner, die wir brauchen, die auch neue Arbeitsplätze in unsere Stadt bringen, gerade in dem Zukunftsbereich. Und das Skylab, was Sie in der Bahnstadt sehen, wird jetzt ein neues, eine Tochter dazu bekommen, die jetzt daneben entstehen wird, die natürlich gerade für die neuen Technologien von besonderer Bedeutung sind. Auch das ein schönes Bild von den Patton Barracks, wo wir jetzt unseren neuen Technologiepark entwickeln für neue Industrien, neue Techniken. Also fantastische Perspektiven, die wir haben. Und auch noch etwas möchte ich erwähnen. Wir sollten in Heidelberg auch lernen, Veränderung positiv zu sehen. Jetzt gucken Sie sich mal.
Jetzt gucken Sie sich mal diese hässliche Straße an. Also Sie können sich kaum vorstellen, dass als wir das beschlossen haben, dort die alten Justizgebäude abzureißen, die asbestverseucht waren, die eigentlich keine Arbeitsbedingungen mehr zur Verfügung stellen konnten, dass die dort auf der linken Seite standen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass Plakate im Stadtgebiet hingen mit Schießscheiben, wo dann Köpfe von Stadträten drauf waren, die sich für dieses Projekt ausgesprochen haben. Heute ist es das, was Urbanität auch auszeichnet, ein Stadtquartier, in dem neue Wohnungen entstanden sind, in dem Kindergärten drin sind, in dem unten Cafés sind, Einkaufsmöglichkeiten und damit das, was Urbanität auch auszeichnet, auch wenn es eine Veränderung darstellt. Wer sich auf solche Veränderungen einlässt, ist auch mit der Bevölkerung intensiv diskutiert, der kann auch eine positive Entwicklung auch im innerstädtischen Bereich realisieren, so wie wir das in der Bahnhofstraße für meine Begriffe wirklich gut auf den Weg gebracht haben. Und wir machen auch viel in den Stadtquartieren. Wenn ich jetzt beispielsweise daran denke, Rohrbach-Markt, wie sah es vorher aus, wie sieht es heute aus? Ein wunderschöner neuer Begegnungsort hier, Rohrbach-Markt entstanden. Der Bachlauf ja, ist nicht so ganz natürlich wiederhergestellt, aber das ist das, was man sich als Kompromiss sozusagen vorstellen könnte. Wir hatten lange Diskussionen darüber, auch das gehört dazu. Es ist aber toll, dass wir jetzt diesen Rohrbach-Markt in den gesamten Bereich saniert haben. Für Rohrbach eine enorme Entwicklung, dass wir unser Mobilitätsnetz weiterentwickeln. Wenn eine Stadt wächst wie Heidelberg, können wir nicht meinen, dass wir mit dem Pkw alles lösen können. Wir brauchen Massenverkehrsträger, wir brauchen vor allem eine Straßenbahn. Und die Straßenbahn braucht auch einen eigenen Gleiskörper. Deswegen haben wir die Kurfürstenanlage jetzt saniert, deswegen wird der Bahnhofsvorplatz jetzt saniert, deswegen gibt es eine neue Straßenbahn für die Bahnstadt, in der jetzt auch endlich mal ein Kino vor allem für die Jugend entsteht oder auch mal für die Älteren, die mal Star Trek in einem richtigen Kino sehen wollen. Und natürlich auch, so hoffe ich, ins Neuenheimer Feld, weil ich doch der Meinung bin, ohne eine richtige Straßenbahn können wir so viele Menschen gar nicht in diesem Bereich transportieren. Und das Ganze bedeutet auch immer, dass wir ganz viele Ehrenamtlichen brauchen. Und deswegen möchte ich auch mich an dieser Stelle einmal ganz herzlich bedanken. Denken Sie mal dran, 120 Sportvereine allein in Heidelberg, die für Kinder, Jugendliche, Senioren tolle Angebote machen. Wenn ich an Obdach e.V. denke, der sich im Sozialbereich fantastisch engagiert, wenn ich an die Tafel denke oder die Tafeln denke, wenn ich ans Hospiz denke, gerade wenn es auch darum geht, wie wir unsere Menschen begleiten, auch in den letzten schweren Stunden, dann ist das nur möglich, weil wir ein tolles ehrenamtliches Netzwerk noch in Heidelberg sind, wofür ich mich an dieser Stelle wirklich ganz, ganz herzlich bedanken möchte. Und dazu gehört auch die Feuerwehr, die jetzt gerade neues Feuerwehrgerätehaus in Wiebling oder im Pfaffengrund bekommen hat. Denn es ist alles ehrenamtliche Arbeit, Arbeit in der Freizeit für die Menschen dieser Stadt. Und das ist einfach fantastisch. Hier unsere neue Sporthalle in der Willy-Hellpach-Schule, der Ehrenweg. Die Erlenweghalle wird jetzt gerade auch im sportlichen Bereich gebaut. Die Großsporthalle auf den Patton Barracks ist in der Planung. Also Sie sehen, auch in diesem Bereich versuchen wir die Sportvereine, die so viel leisten, ehrenamtlich zu unterstützen. Der Kulturbereich, einfach unglaublich, was hier passiert. Mit der Tanzbiennale, dieses Jahr 20-Jahr-Festival vom Heidelberger Frühling. Das Theater kann sich gar nicht retten vor Anfragen, nachdem wir es jetzt fantastisch saniert haben. Allerdings sollte man an dieser Stelle sagen, auch weil es Menschen gibt, die außerordentlich sich engagieren. Wir haben ganz breite Unterstützung für diese Projekte. Aber wenn es dann nicht die Großmäzene gibt, die dann 15 oder 20 Millionen noch draufpacken, dann wären wir auch nicht in der Lage, dieses großartige Angebot vorzuhalten. Und da möchte ich auch an dieser Stelle ein ganz, ganz herzliches Dankeschön sagen an die, die das für uns immer ermöglichen. Also ein tolles Kulturprogramm,
auch von den kleineren Veranstaltungen. Auch hier wird auf diesem Areal mit dem Karlstor Bahnhof ein tolles Kulturprogramm demnächst wieder angeboten werden. Davon bin ich fest überzeugt. Da sind wir jedenfalls super aufgestellt. Das sind auch diejenigen, das will ich an dieser Stelle sagen, die sich auch das ganze Jahr für sie krummlegen. Die Männer der Müllabfuhr, die Tag und Nacht draußen sind. Ich möchte diesen Dank aber auch wirklich weitergeben, auch nicht nur an meine Dezernenten, sondern an alle Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung, an die Polizei, an die Feuerwehr, also auch mal an die Hauptamtlichen. Denn Sie können sich gar nicht vorstellen, das Programm, was wir momentan hier in Heidelberg abwickeln, ist mit dem von früheren Jahren nicht mehr zu vergleichen. Wir haben früher 150 Wohnungen pro Jahr insgesamt im Jahr hergestellt. Heute das Zehnfache. Das mit dem fast gleichen Personalbestand, das mit den Mitarbeitern, die wir haben, ohne die Steuerzahler zu sehr zu belasten, ist einfach toll. Also von daher ein ganz, ganz herzliches Dankeschön mal an alle Mitarbeiter, an alle Hauptamtlichen für ihre super Arbeit, die sie leisten. Ja, und damit komme ich auch schon zum Schluss. Möchte auch ein Thema noch ansprechen, wo Sie erwartet haben, Mensch, da wird jetzt der OB wahrscheinlich die ganze Zeit drüber reden. Ich habe es bewusst rumgedreht, weil ich der Meinung bin, Sie sollten erst nochmal eingestimmt werden auf das, was wir in Heidelberg alles erreicht haben, was wir auch gemacht haben. Dann kann man auch einfacher mit neuen Herausforderungen umgehen. Und ich glaube auch, die neuen Herausforderungen im Themenbereich Menschen auf der Flucht zeigen, wenn wir in den anderen Bereichen solche Fundamente gelegt haben, und dies auch schon über Jahrzehnte. Wir Vorbilder hatten, auch wie Hermann Maas, die schon in Zeiten aktiv waren, wo es auch darum ging, Menschen Zuflucht zu geben. Auch in unserem Land, auch in unserer Stadt. Wir heute auch diese Verantwortung übernehmen. Dem wird deutlich, dass es nicht nur eine Bitte von meiner Seite ist oder vom Gemeinderat, sondern dass es auch von uns eine Verpflichtung ist, Menschen auf der Flucht eine Zuflucht zu geben. Und dass wir gemeinsam, so wie wir es bisher gemacht haben, auch in enger Absprache mit dem Land und mit den Stadtteilen und Stadtbezirken, in Heidelberg eine Integrations- und Willkommenskultur leben, wenn es gelingt, dezentral in den Kindergärten vor Ort, in Kirchheim, in Rohrbach, in Wiebling, in Ziegelhausen, in den Schulen vor Ort, in den Vereinen vor Ort, diese Integration auch machbar zu machen, weil auch die Anzahl entsprechend ist. Das wird machbar sein, wenn wir unser Integrationskonzept jetzt umsetzen. Wohl wissend, das muss man allerdings auch sagen, dass diejenigen, die zu uns kommen und sich meinen, nicht an unsere Gesetze und unser Recht zu halten, dass wir sehr konsequent und mit aller Härte auch rechtlich gegen solche Personen vorgehen, weil das auch nicht von uns zu tolerieren ist, obwohl wir diese hohe Toleranz- und Integrationskultur pflegen in Heidelberg, ist es auch ganz entscheidend, dort auch ein ganz klares Signal zu setzen, damit auch unsere Integrationsarbeit auch in der Zukunft diese positive Entwicklung weiter erfährt, wie wir sie bisher erfahren haben. Und in diesem Sinne, glaube ich, verlassen Sie sich durchaus ein bisschen auch auf die, die Verantwortung tragen. Man sollte ehrlich sein, ich glaube, wir alle, wenn Sie sich mal auch persönlich die Frage stellen, haben alle keinen Marshallplan, das ist so im Nachkriegsdeutschland so das Typische gewesen, oder ein echtes Handlungskonzept in der Tasche. Wir müssen uns jeden Tag aufs Neue auf solche Herausforderungen einstellen. Tun Sie es mit etwas Ruhe, mit einem Gefühl, dass die Verantwortlichen, der Gemeinderat, der Oberbürgermeister, die Bürgermeister, auch die Politik auf der Landesebene, Bundesebene viel dafür tun, dass wir eine Situation auch organisiert bekommen, so wie Sie sich das wünschen. Ich bin der Meinung jedenfalls, dass wenn man Deutschland auch mit anderen europäischen Ländern vergleicht und Heidelberg auch mit anderen Situationen, wir die Situation trotz Schwierigkeiten, die man noch ansprechen muss, immer noch in einer sehr guten Balance halten. Und entsprechend würde ich mir jedenfalls wünschen, wenn Sie auch in das neue Jahr mit dieser Zuversicht gehen, mit dieser
mit diesem Vertrauen auch in die politisch Verantwortlichen, was so ein bisschen auch, muss man schon sagen, angekratzt ist. Ich kann das verstehen und ich persönlich war auch wirklich mehr als geschockt, als ich von den Ereignissen auf der Kölner Domplatte gehört habe. Das waren wir alle, aber dennoch ist es wichtig, dass wir unsere Struktur mit den nötigen Reaktionen auch darauf aufbauen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für das Jahr 2016 alles Gute. Ich versuche mal so einen kleinen Tipp zu geben zu Beginn des Jahres. Mein Tipp für dieses Jahr wäre, schalten Sie einfach mal 2 Tage den Fernseher aus, dann geht es Ihnen gleich besser. Dann können Sie sich ein bisschen daran erinnern, wie es Ihnen in Heidelberg geht. Und dann haben wir eine tolle Perspektive für das Jahr 2016. In diesem Sinne, viel Spaß jetzt hier bei dem Bürgerempfang und schlendern Sie einfach mal durchs Quartier. Sie werden feststellen, Heidelberg bietet wirklich fantastische Perspektiven. Herzlichen Dank.